Stoichkov. Kostadinov. Und Stoichkov. Da ist Babbel, sein Gegenspieler aus der ersten Halbzeit, nicht mehr bei ihm, sondern jetzt Strunz als neuer Mann. Und dann macht er Stoichkov das Tor. Du siehst ihn 45 Minuten lang nur bei einem Freistoß. Ansonsten nichts zu sehen, weil Babbel, der 45 Minuten lang sein Gegenspieler war, ihn hautnah markiert hat und dann wird gewechselt. Strunz weit weg von ihm und Stoichkov mit rechts, mit dem rechten Fuß. Er, der klassische Linksfüßler, macht das Führungstor. Aber herrlich gespielt von Lotschkov. Sein erster guter Pass in diesem Spiel. Kostadinov spielt seine Schnelligkeit aus und schauen Sie, vollkommen frei und ungedeckt in der Mitte, Christos Stoichkov. Das ist ein Torjäger.